gonna take on the world. Man kommt sich vor wie in einem Paralleluniversum, wenn man die Nachrichten aus Frankreich und aus Großbritannien anschaut. Was passiert in Deutschland? In Deutschland diskutieren wir über strengere Maßnahmen im September, wer die Maske aufgesetzt haben muss, dass das mit der Impfung zu tun haben muss, dass man das Ganze noch strenger machen muss. Der Lauterbach verbreitet wieder Angst und Panik wegen Long-Covid. Wenn man sich die Nachrichten in Deutschland ansieht, dann hat man ein großes Déjà-vu-Erlebnis und denkt, es hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch da, wo wir vor einem Jahr waren. Genau das Gegenteil in England. The Daily Telegraph, eine der ältesten Zeitungen auf der britischen Insel, über 150 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Großer Artikel darüber, dass die Skeptiker recht hatten, eine Abbitte des früheren Finanzministers zu dieser Zeit gegenüber den Skeptikern und ein Hohelied in einer der großen Zeitungen den Maßnahmenkritikern gegenüber. Robert Taylor schreibt da, dass die recht hatten. Er selber war auch Maßnahmenkritiker. Er sagt, wir haben die Fahne der Freiheit hochgehalten und jetzt wird offenbar, wir haben recht. Und dieser Finanzminister Sunak, der sagt ganz offen, man habe große Fehler gemacht. Also es ist ein richtiges Mea culpa, Asche auf mein Haupt. Er gibt auch zu, dass zum Beispiel von der Kommission, die britische Regierung beraten hat, dass die einfach kritische Momente aus den Protokollen, aus den Aufzeichnungen herausgestrichen hat. Das hat er gewusst und Robert Taylor fragt hier sehr kritisch, was hat er damals gemacht, warum hat er geschwiegen, warum hat er das durchgehen lassen. Also dieser enorme Kontrast, dass bei uns Leute wie der Gesundheitsminister das Oberwasser haben immer noch und in Großbritannien selbst diejenigen, die sich jetzt schon reumütig zeigen, die sagen, oh ja, wir haben Fehler gemacht, da ging vieles schief, selbst die werden hier noch angegriffen, attackiert und kritisiert. Und es geht noch weiter in diesem Artikel im Telegraph, der wirkt wie aus einer anderen Welt, wie aus einem anderen Universum. Da wird auch die designierte, die wahrscheinliche britische Premierministerin, wird da auch hart angegangen. Da heißt es, man möchte jetzt von ihr wissen, was hat sie für eine Position gehabt? Hat sie das alles gewusst? Also mit anderen Worten, Vergangenheitsbewältigung in Großbritannien läuft inzwischen auf Hochtouren. Reden wir gar nicht davon, dass die faktisch keine Maßnahmen mehr haben und dass das alles vorbei ist. Ähnliches in Frankreich. Da ist der Vorsitzende der Kommission, die die Regierung beraten hat, die dafür sorgte, dass Macron so ein Hardliner wurde. Den Namen muss ich kurz nachschauen, weil ich nicht so gut im Namen merken bin. Das war der Jean-François Delfrécy. Ich sage es nicht nochmal, jetzt vergesse ich es wieder. Und der hat gesagt, dass man Fehler gemacht hat. Wir haben manchmal die Gesundheit über die Menschlichkeit gestellt, sagte der oberste französische Gesundheitsexperte, sagte. Dann gab er zu, was es für Grausamkeiten gab. Zum Beispiel, dass man alten Menschen verboten hat in den Altenheimen mit ihren nächsten Kontakt zu haben, dass die teilweise in Einsamkeit gestorben sind, dass man die Schüler hier, sozusagen rausgedrängt hat bei den Schulen, dass die nicht mehr in die Schule durften. Das gibt Frankreichs oberster Berater damals in Sachen Corona inzwischen zu. Also Sie sehen, ein Zurückrudern, ein Kippen der Stimmung, die Corona-Hardliner müssen sich rechtfertigen, diejenigen, die schon Skeptiker waren, die machen das jetzt ganz laut und eine der ganz großen, traditionsreichen englischen Zeitungen singt ein Hohelied auf solche bösen Menschen wie mich und wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen, euch, die einfach das taten, was in meinen Augen Bürgerpflicht ist, kritisch waren und ganz massiv werden in diesem Artikel im Telegraph auch diese Hardliner angegangen, die Kritikern wie euch, wie mir vorwarfen, wir seien verantwortungslos.
Die waren es, die verantwortungslos waren, schreibt Robert Taylor seinem bemerkenswerten Artikel Leiter hinter einer Bezahlschranke. Aber die wesentlichen Punkte, die habe ich da, wo ich gerade meinen Spickzettel habe, auf meiner Seite in diesem Artikel alle verarbeitet. Der Artikel heißt Unglaublich, Politiker und Medien leisten Abbitte bei Maßnahmen. Kritikern und wirklich, also ein Artikel, der mir total aus der Seele spricht, wo es auch heißt, dass solche Kritiker wie wir, dass die dann in den sozialen Medien ganz massiv attackiert wurden, dass man Kritikern vorwarf, wir uns sein Menschenleben egal. Also eine wunderbare Abrechnung damit. Und jetzt frage ich Sie, könnt ihr euch in einem großen deutschen Medium so etwas vorstellen? Haben wir hier von denjenigen, die die Hauptverantwortlichen waren, also Drosten, das Pendant zu dem, dessen Namen ich mir jetzt natürlich wieder nicht gemerkt habe, ich könnte es versuchen, aber ich werde es nicht schaffen, französischen Chefexperten, der jetzt ganz kleinlaut die Fehler eingesteht, haben wir so etwas? Wäre das auch nur denkbar? Nein, wir haben den Virologen Ströhr, der wunderbar in meinen Augen sich da verhält und der immer noch massiv deswegen attackiert wird, angegriffen und weiter entmenschlicht. Deutschland, der Geisterfahrer. Übrigens schön, dass der Bundesjustizminister diesen Begriff aufgegriffen hat in der Bundespressekonferenz. Vielleicht liest er bei mir mit. Naja, die lesen viel bei mir mit. Aber wir sind eben doch der Geisterfahrer. Und dieses Null an Selbstreflexion, dieses Null an Verantwortung übernehmen, dass man jetzt genau so weitermacht, als sei nichts gewesen, das ist ein doppeltes Versagen, ein zweifaches Versagen. Ich habe es in meinem Artikel auch geschrieben, die werden sich erst drehen, wenn der Wind aus England, aus Frankreich, aus den anderen Ländern so streng weht, wenn alle sehen, ja um Gottes Willen, die haben ja jetzt eine Vergangenheitsbewältigung, dass man sich nicht mehr wegdrehen kann und dann, so meine Befürchtung, dann wird sich das hier um 180 Grad ganz schnell wenden. Dann werden wir die ganzen Wendehälse haben. All diejenigen, die es schon immer wussten und die werden dann Leuten wie euch, wie mir, werden die dann vorwerfen, dass wir nicht laut genug gewarnt haben und sie hätten es ja schon immer gewusst und sie konnten es ja nicht sagen. Das kann man sich wirklich beim besten Willen kaum noch ausdenken. Aber umso erfreulicher, dass dieser Prozess jetzt in Großbritannien, in Frankreich ins Rollen geraten ist. Traurig, dass wir das nicht haben, dass wir weiter auf diesem Abstellgleis gegen die Prellwand fahren, dass wir uns einen psychisch auffälligen Gesundheitsminister erlauben, der in meinen Augen weder charakterlich noch fachlich noch intellektuell für dieses Amt geeignet ist, der Reklame macht für ein Instrument von Pfizer, der in vielfacher Hinsicht neben der Rolle ist und dass dieser Mann hier immer noch wirken kann, dass seine Kritiker dafür massiv angegriffen werden, das ist für mich ein Phänomen. Das war's für heute. Danke fürs Reinschauen. Bleibt dabei, schaut wieder rein, abonnieren, unten die Glocke anstellen. Dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich wieder online bin und ich bleibe am Ball. Alles Gute. Danke. Ciao. Und hier haben wir das nochmal mit der Ausgrenzung. Also hoffentlich geht das jetzt nicht im Herbst wieder alles von neuem los. Lauterbach und Co. wär's zuzutrauen. Danke, ciao, tschüss. In und so. Hi.